Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gehe ganz kurz auf den FDP-Antrag ein. Erinnere nur kurz, wie der Soli entstanden ist. 1992 hat die damalige Bundesregierung unter Führung von Helmut Kohl eine christlich-liberale Bundesregierung den Solidaritätszuschlag eingeführt. Zwei Jahre später wurde dieser Solidaritätszuschlag im Niveau etwas abgeschwächt, aber weitergeführt. Bis 1998, wo die Vorgänger von Herrn Lindner im Bundestag das Sagen hatten, wurde dieser Solidaritätszuschlag nicht abgeschafft. Insofern wissen wir ganz klar, wo er herkommt. Und in der weiteren Entwicklung der Steuerstruktur in Deutschland ist es so gewesen, dass die Arbeitseinkommen immer stärker belastet wurden und dass die Vermögenstatbestände immer weniger stark. Und wenn jetzt die FDP dann auf der einen Seite bei der Erbschaftssteuer fordert, dass ein verfassungswidriges Gesetz fortgeführt wird in seiner Struktur oder am besten gar keine Steuern mehr erhoben werden sollen und gleichzeitig auch noch bei der Einkommensteuer die Besserverdienenden entlastet werden soll, dann ist das Ihr Politik, ist das Ihr Politikkonzept, das stimmt aber nicht mit dem von uns überein. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Sachverhalt zurück. Wir reden über den Bund-Länder-Finanzausgleich und da muss man ein paar Sachen wissen. Nordrhein-Westfalen hat in der Vergangenheit bis zu 5 Milliarden Euro jährlich zur Sicherung der Energiereserve bekommen. Und im Gegenzug wurde Nordrhein-Westfalen massiv außerhalb des Bund-Länder-Finanzausgleichs benachteiligt. Bei den Infrastrukturmitteln für Straßen, für Hochschulen, für verschiedene andere Dinge. Ich will nur exemplarisch den Verkehrsbereich rausnehmen. Da bekommen wir nicht einmal 15% der Infrastrukturmittel. Und von der Funktion her wäre Nordrhein-Westfalen mit mindestens dem Doppelten dabei. Und deswegen haben wir einen Antrag vorgelegt, Kollege Zimkert hat das ausgeführt, der deutlich macht, NRW ist solidarisch, NRW möchte mehr Transparenz und NRW möchte mehr von dem Geld behalten, was in diesem Bundesland, liebe Kolleginnen und Kollegen, erwirtschaftet wird. Und ich möchte dann nach vorne auch sagen, dass wir in diesem Spiel eine wichtige Verantwortung haben als größtes Bundesland. Wir dürfen gegenüber der Bundesregierung, die natürlich auch als intensiver Partner mit am Tisch sitzt, nicht in die Hände spielen. Bundesfinanzminister Schäuble hat versucht, in den Verhandlungen die Länder, ich sage es mal, zugunsten des Bundes ein Stück nach drüben zu ziehen, indem man die Sozialentlastungen, die im Koalitionsvertrag des Bundes eingeschrieben sind, mit in diese Soße reinrückt. Das ist nicht in Ordnung. Wir stellen klar, es muss außerhalb dieser Versprechung geschehen. Und dann ist es relativ einfach, wo es hingehen muss. Der Umsatzsteuervorwegausgleich muss ganz klar aus dem System so rauskommen. Er muss natürlich in der dritten Stufe dann wieder Berücksichtigung finden. Das ist völlig klar. Unser Bundesfinanzminister ist nicht, unser Landesfinanzminister ist nicht unterwegs, um die Ostländer über den Tisch zu ziehen, aber es gehört zur Transparenz dazu zu sagen, alle drei Stufen müssen in einem transparenten Prozess ausgeglichen werden und die Finanzkraft muss wirklich nach Finanzkraft und nicht sozusagen nach einer doppelten Täuschungsmethode errechnet werden. Und das führt dann eben dazu, dass wir am Ende des Tages mehr Geld auch in der Horizontalen für Nordrhein-Westfalen rausbekommen und das ist auch richtig, weil Nordrhein-Westfalen eine besonders hohe Arbeitslosigkeit zu bekämpfen hat, Strukturumschwünge zu bekämpfen hat. Und es gibt noch einen Fakt, den ich in Erinnerung rufen möchte und da auch ein Stück in Richtung Süddeutschland sagen will. Die Pensionslasten und auch die Altschulden wurden den Ostländern 1995 abgenommen bzw. sind gar nicht erst entstanden. Und auch dieser Fakt muss bei der Berücksichtigung der Neustrukturierung des Länderfinanzausgleichs einbezogen werden. Deswegen bitte ich ausdrücklich alle Kolleginnen und Kollegen im Hohen Hause hier, diesem Antrag zuzustimmen. Er macht eben nicht die Tür zu bestimmten Instrumenten. Er macht ausdrücklich die Tür auch Richtung Süddeutschland und auch Richtung Bouffier auf, der auch Vorschläge hat. Aber eins dürfen wir nicht tun. Aus Egoismen einzelner Bundesländer das Gesamtinteresse der Länder infrage zu stellen, weil diese Bundesländer müssen mehr für Bildung tun, mehr für Klimagerechtigkeit und mehr für soziale Gerechtigkeit. Und wenn wir das in der neuen Struktur die nächsten 30 Jahre nicht machen können, haben wir ein strukturelles Problem. Und wenn sich die Opposition darüber erfreut, ist das zum Schaden des Landes und nicht zum Nutzen des Landes. Deswegen bitte ich um Zustimmung des Antrags. Vielen Dank, Herr Kollege Mustafa.